Das hier befindet sich in einem Kannibalendorf. Das macht es ein wenig schwieriger. Denn wir müssen hier graben. Hier. Und das hier ist ein... Nicht nur ein Kannibalendorf, nein, das hier... Oh mein Gott! John Cena kommt von hinten! Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Und ihr seht schon, wir finden uns wieder in Sons of the Forest. Und ich bin gerade noch dabei, hier ein paar Dudes zu häuten, die wir beim letzten Mal noch geklatscht haben. Wir haben jetzt finally die letzte Keycard, was bedeutet, wir kommen jetzt theoretisch im Bunker Residential rein. Das ist einer der letzten Bunker, in den wir rein müssen. Leider wartet uns noch mindestens eine Höhle. Dann noch ein kleiner Bunker, sprich in dem der Revolver ist. Und dann noch die Hell Cave. Und das wird auf jeden Fall spannend. Also wir haben noch einiges vor uns. Und es, ab jetzt wird es eigentlich gefühlt nur noch haarig. Wobei der Bunker Residential, der ist eigentlich relativ entspannt. Jetzt schaue ich nur gerade mal. Ich glaube, hier war ein Mutant. Also einer der nervigen Mutanten. Sollten wir erstmal nachladen. Nicht, dass die uns gleich überrascht. Das wäre sehr unschön. Denn hier müsste, dort hinten in der Tür, müsste eigentlich ein Fingerdude sein. Aber er ist gerade nicht da. Und Babys müssten hier eigentlich auch sein. Da hinten sind die Babys. Wo ist der Fingerdude? Der ist gerade nicht da. Okay. Da kümmern wir uns erstmal um unsere Nachkommen. Indem wir sie ausradieren. So, und ich höre ihn doch. Ich höre ihn hier hinter. Ich höre ihn hier hinter. Nicht, dass hier irgendwie ein Geheimraum ist. Okay. Wir ignorieren ihn jetzt einfach mal, denn das macht mich ein bisschen nervös. Wir nehmen uns jetzt hier unsere Kettensäge. Oh yeah. Okay, schau mal. Wir essen jetzt erstmal hier ein paar Crunchies. Na, wir haben noch nicht gefrühstückt, deswegen erstmal ein paar Crunchies. Oh, das waren Fruit Loops. Sehr, sehr cool. Fruit Loops habe ich damals sehr gerne gegessen als Kind. Aber irgendwann haben sie mir nicht mehr zugesagt. Irgendwann haben sie mir nicht mehr geschmeckt, aber als Kind waren die richtig pornös. Macht mich halt nervös, dass ich den Dude jetzt nicht killen kann. Und wieso sind da oben Bolzen? Die Bolzen habe ich noch nie gesehen, aber das finde ich gerade mega. Denn vielleicht haben wir den einen oder anderen irgendwann mal verschossen. Ich habe noch nie an die Decke geschaut da. Ja, ganz ehrlich, wenn vor dir ein Dude ist und du schießt so an die Decke, wundert es mich nicht, dass du stirbst. So, haben wir mal die Pfeile runtergeholt. So, ja, jetzt geht's weiter. Also, ich fand es jetzt irgendwie unbefriedigend, dass wir den Fingerdude nicht killen konnten, denn auf den habe ich mich schon eigentlich gefreut. Also, ich habe ihn erwartet. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Und jetzt heißt es erstmal wieder mit dem Baby spielen. Ich werde dafür sorgen, dass es hier keine Mutanten mehr geben wird, gell? Das können Sie vergessen. Hier wird alles geschlachtet. Es reicht, die Nachkommen. Aua. Ja, das war Instant Karma. Sowas sollte man nicht sagen, da hast du recht. So, aber das hätten wir abgeschlossen. Wir haben die Location vom Bunker B beim letzten Mal gesehen, oder Bunker B. Ach ja, hier läuft man einfach nur im Kreis, deswegen spare ich mir den Weg. Und gehe direkt hier nach oben. Und dann heißt das für mich jetzt, nächster Stopp ist Bunker Residential und... 20 Minuten Laufweg von hier. Plus minus. Also ich freue mich. Ich werde auf jeden Fall erstmal zurück in die Base gehen. Schauen, ob wir da den Gleiter haben. Schauen, ob wir überhaupt unsere Base wieder finden. Das ist schon mal am wichtigsten. Okay, also die Location von dem Bunker haben wir nicht. Wir haben jetzt hier hinten den Bunker. Welcher Bunker auch immer das ist. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, welcher Bunker das ist. Da werden wir jetzt gleich hingehen, aber erstmal gehen wir hier den Berg hoch, denn dort könnte mit etwas Glück unsere Base sein und noch ein Gleiter. Und dann werden wir zu Bunker B. Und ich glaube, ich weiß auch schon, welcher Gegenstand uns da drin erwartet. Ist jetzt eigentlich nicht relevant für die Story, aber besser haben als brauchen. Und in jedem Spiel feiere ich diesen Gegenstand. Aber jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen Walderkundung. Das denke ich auch mal schön als Kontrast. Entweder Höhlen oder Bunker. Und jetzt endlich mal wieder hier ein bisschen an der frischen Luft. Und ich würde gerne hier schnetzeln, aber ich habe meine Rüstung noch. Lauf weg! Ah, komm du nicht von hinten. Ja, ohne Ausdauer ist es hier echt übel, irgendwas zu schnetzeln. Hä, wo kommst denn du her?
Ach so, du warst die Lady. Okay, I'm sorry. Oh, es tut mir leid. Hey, sie ist ausgewichen. Hast du mir gerade angedeutet, dass du mich... mir die Kehle aufschneidest? Das macht man nicht. Hallo? Ich wollte gerade sagen, also... ich wollte dich jetzt eigentlich nur von deinem Leiden erlösen. Oh, oh. Den Rest lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Wir haben unser Statement gebracht. Wir haben die Hälfte von denen ausre... oh Gott, da ist ein Dicker. Nichts gegen Dicke, aber vor den Dicken habe ich Angst. So. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir haben unser Statement gebracht. Wir haben die Hälfte ausradiert. Oder in dem Fall waren sie 2/5, aber... ja. Auf die Details kommt es jetzt auch nicht an. Statement ist gebracht und mit etwas Glück kommen sie jetzt gleich nicht und rennen uns die Bude ein. Wobei man sagen muss, bei unserer Bude ist es sowieso schwer, irgendwas einzurennen. Aber, ach nein, apropos, es können ja auch irgendwann Mutanten kommen. Zwillinge, Fingerdude und vor allem dieser Lange. Und vor dem Langen habe ich Angst. Ganz ehrlich, da kann ich gefühlt eigentlich nur umziehen. Da wenn ich anfange, mich mit dem anzulegen, entweder ich verballere meine komplette Munition, alles was ich habe, und dann stehe ich mit, bin ich bei 0. Ja, wobei, bei 1, denn 1 wäre dann ungefähr das Haus, das noch da wäre, so teilweise. Aber da hätten wir echt ein Problem. Da hätte man echt ein Problem. Und ich muss mir jetzt angewöhnen, hier jetzt endlich zu Hause mal eine Plane hinzulegen mit einem Stock. Da findet man es leichter. Aber ganz ehrlich, wenn wir unser Haus schon nicht finden, finden uns die Kannibalen auch nicht. Das ist einfach nur Taktik. Hier müsste jetzt der See sein, jawohl. Also die Fische können wir vergessen in den Fischreusen. Das haben sie hier echt doof gemacht, dass die Fische hier weiter in die Fischreusen reinschwimmen, aber eben vergammeln. Genius. So, aber hier... auf dem Dach oder da oben müsste eigentlich irgendwo... ah nee, der ist doch hier runtergekullert. Ich dachte, der wäre hier runtergekullert. Aber mein Gleiter ist nicht mehr da. Ärgerlich. Den Gleiter hätten wir jetzt gebrauchen können. Ich schaue nochmal nach oben, wenn ich da hochkomme. Aber unsere Butze sieht schön aus, finde ich. Auch das elektrische Licht ist sehr schön. Muss man einfach dazu sagen. So, ab nach oben. Habe ich den hier oben geparkt? Nee, nee, wir haben keinen Gleiter mehr. Das ist sehr doof. Aber zumindest mal hier wieder in der Butze. Ist auch schön eingerichtet mit einem Bett. Und einem Steinkreis. Ja, ja, minimalistisch. Das bedeutet, ich muss zu Fuß weiterlaufen. Und ich hoffe, dass wir an Bunker B irgendwas finden. Ey, Wahnsinn. Das finde ich hier noch ein bisschen schade, denn jetzt die Monocycles hat man jetzt auf der Karte. Aber den Gleiter nicht. Warum? Ganz ehrlich, die Gleiter wären viel praktischer und viel sinnvoller als die Monocycles. Ich werde mir jetzt einfach mal ein Monocycle nehmen und damit versuchen, die Wege entlang zu fahren. Vielleicht geht es dadurch schneller. Und vielleicht wird mir dann irgendwann ein Bunker, wollte ich schon sagen, ein Gleiter. Denn ohne Gleiter bin ich hier eigentlich echt ein bisschen aufgeschmissen. Mal schauen mal. Dieses Dorf hier hasse ich ja eigentlich, aber hier sind gerade Mutanten. Hier sind gerade Mutanten. Ihr seht es hier. Das sind die, die nicht sehen. Und die kämpfen gerade gegen die Kannibalen. Somit kann ich mir jetzt hier einen Monocycle nehmen. Und Chocokoi, hier sind inzwischen schon 3. Finde ich geil, oh. So. Jump, jump. Die neue deutsche Welle. Jump, jump. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist gerade mein Problem. Und ich komme gerade auf die Steuerung. Ah, okay. Nee, jetzt komme ich wieder auf die Steuerung klar. Ich dachte, man steuert mit der Maus sozusagen. Also wenn man hier über den Weg drüber fährt, geht's echt gut. Dann komme ich gut voran. Jetzt ist natürlich nur die große Preisfrage, ob wir richtig fahren, aber irgendwo werden wir schon rauskommen. Alter, hier kann man wirklich so Rennstrecken machen. Das ist ja voll cool. Das wäre mal so ein Megaprojekt. Oder so ein Community. Ups, sorry. Ich wollte sowieso mal auf die Karte schauen. Sind wir gut vorangekommen? Ja, so halbwegs. Ab jetzt wird es ja wieder doof. Denn jetzt müssen wir Kerfell ein und das ist leider hier ein großes Problem. So. Es geht schon mal super voran. Ja, ja, also wir sind mobil, wir sind unterwegs. Wir sind gegen Baum gefahren. Ich lasse das lieber. Am Ende verliere ich deswegen noch ein bisschen Rüstung. Also, ja. Was soll man sagen? Wir müssen jetzt einfach hier ein bisschen... warte, da lang geht's. Mein Gott. Kaum hört man einmal gegen den Baum, hat man keine Orientierung mehr. Das Gute ist, wir sind hier in der Nähe unserer alten Base, sprich von unserem normalen Schwierigkeitsgrad. Und
Damit kennen wir uns hier so ein bisschen aus. Das war, by the way, das Lager, in dem ich rausgekommen wäre, wenn ich in meiner Base verreckt bin, was ab und zu mal passiert ist. Hin und wieder, ein, zwei Mal. Wir haben jetzt einfach noch einen weiten Fußmarsch vor uns, ladies and gentlemen. Wir sehen uns im Bunker B. Okay, wir sind an unserer Location. Wir sind da. Der einzige Nachteil ist, dass sie befindet sich in einem Kannibalendorf. Das macht es ein wenig schwieriger. Denn wir müssen hier graben. Hier. Und das hier ist ein... Nicht nur ein Kannibalendorf, nein, das hier... Oh mein Gott! John Cena kommt von hinten! Tschüss! Zum Glück habe ich noch Rüstung, der hätte mich jetzt gewonshottet. Ja gut, erstmal verschossen. Ich mache da jetzt kurz einen Prozess. Aber nee, warte. Warte. Nee. Wir haben ja keinen Pfeil und Bogen. Wir haben ja hier unsere Armbrust. Auf zwei. Die Karte brauche ich nicht mehr, danke. Das hier ist viel sinnvoller, da kann ich ja meine Pfeile wieder aussammeln. Ich wollte gerade sagen, ich muss nur aufpassen, dass keiner von der Seite kommt. Hier haben wir beide auch wieder Modus-Cycle, das nicht mal auf der Karte drauf ist, was ich sehr interessant finde. Ja, kannst du mal die Karte wieder weglegen, danke. Oh, das war ein schöner Header. So. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als wenn wir jetzt hier unsere ganze Muni verballern. Ah, der ging in den Hals und der ging auch ganz knapp noch in den Hals, hat aber noch als Headshot gezählt. Schau mal, ist hier irgendwas Interessantes drin, irgendwas Produktives. Irgendwas, was wir brauchen. Alles, was sie brauchen, lass es Liebe sein. Ich hätte auf jeden Fall einen Gleiter jetzt gebraucht. Was denn? Aber nö, hier ist natürlich kein Gleiter. Wer ist dieser Gleiter? Wir kennen ihn nicht. Wir brauchen einen Monocycle. In diesem dichten Wald hier braucht man natürlich einen Monocycle. Man fährt gegen jeden Baum, aber natürlich. Wobei man sagen muss, wenn man einen Weg hat, ist das schon chillig. Das ist schon genial, aber ja, sonst hast du halt einen Monocycle in einem dicken Wald, wo du gegen jeden Baum fahren wirst. Also lohnt sich. So, jetzt heißt es natürlich wieder graben. Wir kennen es ja schon. Ah, das hier ist schon die Lücke. Okay, das ist sehr gut. Ist natürlich mega spannend, aber das hier ist jetzt hoffentlich unsere letzte Station vor der schönsten Nahkampfwaffe. Und wir sind hier in unserem wunderschönen rosa Pyjama. Ich werde mir jetzt auch keine Rüstung anlegen bis zum Bunker Residential, damit wir die Rüstung nicht verlieren. Und wir müssen auf jeden Fall dann, bevor wir irgendwann Richtung Hellcave oder in die letzte Höhle gehen, müssen wir uns noch Tech-Rüstung fertig machen. Das steht auf jeden Fall auf meinem Plan. Und ich glaube, wir kommen irgendwann an einem 3D-Drucker vorbei. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Denn ohne sind wir sonst ziemlich aufgeschmissen. Wobei, Hellcave brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen in der vorletzten Höhle. Oder letzten Höhle, besser gesagt. Da brauchen wir auf jeden Fall dann unsere Tech-Rüstung. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ob wir sie verwenden? Schwierig. Bin da ja immer ein bisschen geizig, aber besser haben als brauchen. So. Und jetzt geht's erstmal in Bunker B. Nice one. Ja, ich hoffe, wir finden einen Laptop. Aber was ich mich gerade frage, wenn wir jetzt den Laptop finden, welche Location zeigt er uns? Das ist die große Preisfrage, denn bis jetzt, haben wir so gut wie alles, fehlt eigentlich nur noch die Höhle mit dem Revolver und die Höhle, Höhle sage ich schon. Der Bunker mit dem Revolver und der Bunker, in dem wir gerade eben waren, für die beiden haben wir noch keine Location, für den Rest schon. Deswegen bin ich da sehr gespannt. So, Shotgun raus, damit wir ein bisschen Licht haben. Aha, hier hat es jetzt inzwischen Inhalt. Ah ne, die Höhle mit dem... Wie heißt... Okay, ja, dann lass mir die. Die Höhle mit dem Revolver, die hat fast keinen Inhalt. Da ist ja nur hier so ein leerer Raum gefühlt. So, hier ist sonst erstmal nichts. Hier ist ein Laptop von Bunker C. Okay, dann fehlt scheinbar nur Bunker A. Schalldämpfer ist auch nicht verkehrt. Brauchen wir es gerade nicht, den haben wir schon auf der Pistole drauf und den deswegen bin ich aber nicht hier. Bin wegen eines anderen Gegenstandes hier. Und zwar wegen diesem hier. Der Kompositbogen. Richtig geil, gerade in Arc ist der richtig pornös. Der macht True Damage. Aber ja, gut. Oh. Ist jetzt die große Preisfrage, ob der hier auch True Damage machen würde oder macht. Ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade am überlegen.
ob ich jetzt hier Tech-Rüstung fertig mache. Oder sagt, wir machen einen Cut. Wir haben noch 5. Ach komm. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Tech-Rüstung. Zumindest ein, zwei Stück, damit wir hier nicht mit leeren Händen wieder gehen müssen. Nächstes kommt Bunker-Residenten. Das wird auf jeden Fall spannend, das wird interessant. Denn dort gibt es nicht nur gute Gegenstände, nein. Dort haben wir auch die erste Cutscene. Oder, ja doch, das ist ja die erste. Und was dort auch auf, auch ganz praktisch... Ja, ich dachte gerade, da wäre jetzt gerade irgendwas weggeflogen. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr gut ist. Ja, wobei, die goldene Rüstung gibt es ja gar nicht mehr. Eigentlich ist es nur geil wegen der Nahkampfwaffe. Der Rest ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Klar, wenn man jetzt meine keine Pistole hat oder zum Beispiel die der Virginia gegeben hat, kann man da eine neue holen. Aber sonst ist es jetzt eigentlich eher irrelevant. So, haben wir nachgefüllt. Das ist dann unser letzter Bunker vor der Höhle, die vor der Hellcave kommt. Die Hellcave ist dann das Finale. Gut, es gibt dann noch eben den Revolverbunker, aber ganz ehrlich, ich habe den Revolver im letzten Mal auch nicht eingesetzt, deswegen schauen wir mal. So, das wird jetzt die letzte Tech-Rüstung, die ich mir hier crafte. Dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen gut aufgestellt. Dann haben wir genug, da geht es jetzt erstmal weiter dann zu Bunker Residential. Ich hoffe, ich finde den Gleiter währenddessen. Oder unterwegs, besser gesagt. Denn ich will den ganzen Weg... Ich will nicht den Weg laufen. Das könnte... Nö. Nein, ich wollte hier nicht trinken. Ist bestimmt gutes Wasser, das hier abgestanden in so einem Bunker drin ist. Ich würde eigentlich hier schauen, ob man die überhaupt öffnen kann. Aha, hier ist noch ein bisschen Loot, aber das war's dann auch schon. Solarpanel können wir nicht mitnehmen, genauso wenig wie die Glühbirnen. Müssten wir erstmal wieder installieren bei uns. Aber finde ich cool. Glühbirne, Solarpanel, Draht. Also wenn du hier reingehst, hast du alles, um elektronisches Licht bei dir zu machen. Finde ich super. Muss man nicht suchen. Jetzt geht's erstmal raus und ich wette, es gibt hier ein kleines Empfangskomitee. Schauen wir mal. Meistens ist es so, wenn du hier aus dem Bunker rauskommst oder aus einer Höhle, erwarten dich hier erstmal Kannibalen. Aber hier haben wir alle... Nicht das Empfangskomitee, mit dem ich gerechnet hätte, aber... Finde ich super. Okay, kommt her, wo seid ihr, Muddies? Wo seid ihr? Aua, hinter mir! Das ist ja voll unhöflich. Hä, wer... Ich suche die Muddies und nicht dich. Hä, hier waren doch drei von den Krabbelnden. Drei Golems. Okay, beruhig dich. Stehst du? Kniest du? Das sieht aus, als ob ich ihn hingerichtet hätte. Leg dich mal wieder hin. So asozial sind wir nicht. Okay. Verzeihung, Monsieur, Sie haben da vielleicht einen Bolzen in Ihrem Gesicht. Sieht voll unschön aus. Den will ich entfernen. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal... Ach ja... Einzige Gute daran, dass wir die Pfeile gerade verschießen oder die Bolzen, ist, dass wir immer, wenn wir welche finden, keine mitnehmen können. Ach, okay, den hätte ich jetzt nicht verschießen wollen. Kann ich dir helfen? Hey! Ich wollte dir gerade meine Hilfe anbieten und auf einmal kommt der und will mich schlachten. Okay, wo der andere hin, das weiß ich nicht, aber Ladies and Gentlemen, ich würde das auch an dieser Stelle erstmal Fini machen. Wie meinen? Okay. Ich würde an dieser Stelle erstmal Fini machen, denn ich habe jetzt einen weiten Laufweg vor mir. Wir müssen auf die Rückseite vom Berg in der Hoffnung, oder ich hoffe, dass wir unterwegs auf jeden Fall einen Gleiter finden. Auf die Rückseite vom Berg, dort ist Bunker Residential, jetzt haben wir die Karte, dort geht das nächstes weiter. Aber für die heutige Folge war es das erstmal, denn ganz ehrlich, den Laufweg, den würde ich sowieso rauskarten. Und dann, wir sind Fini mit dem Video, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.